Thank you. Thank you very much for the invitation. Vielen Dank, danke auch für die Einladung und die nette Vorstellung. Es ist schön, virtuell mit so vielen Menschen auf der Welt verbunden zu sein, besonders auch aus Deutschland, aber auf der ganzen Welt sind die Teilnehmer. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mich nochmal bei den Dolmetscher bedanken. Ich denke, es ist schwierig, mit der Geschwindigkeit mitzukommen, und es ist bestimmt für die Übersetzer, für die Dolmetscher einfacher, wenn sie meine Notizen sehen, und mein Vortrag ist auch ein bisschen akademischer, deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt für die anderen. Ich habe mich vielleicht ein bisschen von der Website inspirieren lassen für das Bildliche meiner Folien, aber gut, die Vorstellung oder das Konzept Entwicklung wurde immer schon kritisiert, auch mit Hinblick auf den Eurozentrismus des Konzepts. Das ist eine Denkweise, und für die außerhalb der industrialisierten Welt stehen, ist schwierig. Das heißt immer, sie sind rückständig, sie müssen aufholen, Sachen so machen wie hier. Und die Kritiker bestehen darauf, dass das Idealisieren derer, die in der entwickelten Welt leben, müssen wir das anders sehen und vielleicht in den weniger entwickelten Ländern Inspiration finden. Das ist also eine sehr akademische Kritik. Wir haben das auch gestern schon gesehen von Aram Siyahi. Da haben wir schon viel akademische Kritik gehört. Und klar, das kommt von akademischer Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch auf der Straße dagegen Widerstand, besonders in unterentwickelten Ländern, wo die Leute natürlich mit Entwicklungshilfe in verschiedener Art in Berührung kommen. Und da gibt es natürlich auch andere Gedanken, indigene Ansätze aus der Bevölkerung, das sind ja auch machbar und sollten auch umgesetzt werden. Das heißt, wenn man diese ganzen Kritik zusammenführt, dann besteht natürlich, das sieht man schnell, ein Interesse an alternativen Konzepten. Besonders wenn man sich das Verständnis im Mainstream von Entwicklung ansieht. Hier sehen wir aber auch das Interesse an Alternativen wie Buenvivir, Sumac, Kasai oder Ubuntu besteht. Das sind Konzepte, die aus der indigenen Bewegung kommen, außerhalb der westlichen Welt, und die Alternativen bieten, die wir uns sicherlich näher ansehen sollten. Und eine davon ist Ubuntu, und ich wird immer wieder gefragt, wie man Ubuntu definieren soll oder was ich dazu zu sagen habe. Und ich weiß, ich kann dazu nicht allzu viel sagen, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Ich ich befasse mich mit Entwicklung und Entwicklungshilfe sehr kritisch. Das ist mein Fachgebiet. Aber mein Kollege und ich, wir können Ihnen doch einige Einblicke in die Ubuntu-Bewegung bieten, die andere nicht haben. Lassen wir uns zuerst über Ubuntu sprechen. Was bedeutet das Wort Ubuntu? Viele beschreiben, dass es eine Art Menschlichkeit oder Menschsein, und oft bezieht sich das auf den Ausspruch Ubuntu und Gumuntu. Bantu, eine Person ist eine Person, durch die anderen wird sie erst zu dieser Person. Wenn ich jetzt Nofebera Mose, einer der Gründer, der Urväter dieser Idee ist, dass man dadurch, dass man die Menschlichkeit der anderen anerkennt, erst zum Menschen wird.
und das grundlegend für menschliche Beziehungen ist. Man muss respektvoll und höflich anderen gegenüber sein. Eine andere Definition sagt, dass es das afrikanische Prinzip der Transzendenz. Das geht zurück auf die Vorfahren und vorwärts gerichtet natürlich hin zur Gemeinde, zur Gemeinschaft. Man hat das bestimmt schon auch gehört. Wir kennen sicherlich Erzbischof Desmond Tutu. Er hat diese Bewegung in Südafrika in den 90er Jahren groß gemacht. Und er sagt, meine Menschlichkeit ist unlösbar mit der Deinen verbunden. Und das ist die Art, wie man Ubuntu beschreibt. Und es gibt so viele verschiedene Arten, über Ubuntu zu sprechen. Aber es ist, darauf kann man sich einigen, gegen den Individualismus, gegen ein Alleinstehen. Kann man das jetzt in die Debatte einbringen? Wie kann das eine Alternative zur Entwicklungshilfe sein? Und es gibt Leute, die sagen, ja, das kann man durchaus machen. Zum Beispiel, oder sehr interessant ist, die viele Leute verbinden es auch mit ähnlichen Konzepten wie Buen Vivir oder anderen ähnlichen Konzepten, die man überall auf der Welt finden kann. Vielleicht auch mit Hinblick auf Zusammenarbeit oder in der Findung verschiedener Alternativen zu den herkömmlichen westlichen Ansätzen der Entwicklungshilfe. Also das gibt uns doch ein bisschen Anlass zum Optimismus, denn es gibt diese ganzen Alternativen zur Entwicklung. Aber dann auf der anderen Seite bin ich jemand, der immer gerne Bedenken anführt und das dann auch kritisch betrachtet, ob das wirklich eine Alternative zur Entwicklung ist. Ich komme jetzt aus dem akademischen Bereich. Ich bin kein Aktivist. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, wie den die Aktivisten haben. Da kriegt man die praktischen Sachen, die handfesten Dinge dieser Ubuntu-Bewegung mit. Auch die ganzen Beispiele, die wir schon von Indien oder auch aus Südamerika gesehen haben. Aber ich kann ja nur von meiner Position als Akademikerin heraus sprechen und ich habe natürlich da Fragen und Bedenken, wenn man derartige Alternativkonzepte anbringt und wenn man die dann auch als Alternativen zur Entwicklungshilfe betrachtet. Gut, wie gehen wir nun an dieses Konzept heran? Ein Konzept wie Entwicklung ist ja noch nicht vollständig ausgearbeitet am Anfang. Das besteht auf Gegenseitigkeit der Gemeinschaft. Das heißt, immer wenn irgendwas zu verbessern, wenn da ein Mitarbeiter, ein Beamter oder Ähnliches in einer Gemeinschaft ankommt, dann sagt er, dass es besteht da eine gewisse Art von Interaktion zwischen diesen öffentlichen Stellen und der Gemeinschaft. Ja, vielleicht kommt es zu Widerstand, zur Aneignung. Es gibt Leute, die haben schon Entwicklungsprojekten ihre Erfahrungen gemacht. Der Entwicklungshelfer, der dann ankommt, wird dann vielleicht an dem Projekt Veränderungen vornehmen müssen. Das Projekt wird nicht so sein, wie es ursprünglich konzipiert war in der Praxis. Das heißt, Entwicklung wird nochmal überarbeitet, getestet, und an die Gegebenheiten angepasst. Das heißt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein Entwicklungshelfer, offizieller Mitarbeiter, Beamter kommt an in
der Region. Die Leute stimmen nicht vollständig zu, aber sie sind auch nicht vollständig gegen den Plan. Und vielleicht begrüßen Sie, dass die Elektrizität, die Versorgung besser verbessert wird, das Wasser besser wird. Aber vielleicht müssen Änderungen vorgenommen werden. Aber Sie wollen den Plan jetzt auch nicht unterminieren und dagegen arbeiten. Das heißt, im Diskurs, das heißt, offiziell wird das eine verlangt, aber vor Ort sieht die Situation vielleicht anders aus und wir sprechen ja von Entwicklung. Vielleicht gibt es auch hier schon Alternativen. Das ist ein amorphes, immer sich veränderndes Vorhaben, das nicht immer gleichförmig daherkommt. Wie kann das nun angepasst werden und nochmal angepasst werden auf diese ganzen verschiedenen Arten? Was für Alternativen könnten wir vorschlagen? Zum Beispiel Ubuntu, wie sieht es damit aus? Gut, die Entwicklung kommt an, alles wird angepasst und nochmal angepasst und überarbeitet auf verschiedene Art. Was passiert dann mit einem Konzept wie Ubuntu? Ist es nicht immer der Fall, dass es auch immer wieder angepasst werden muss, dass immer wieder verändert werden muss? Und was bedeutet das dann nun als Ubuntu als Alternative? Und gut, wie all diese großen Konzepte wie Frieden, Freiheit, Ubuntu, Buen Vivir, da kann man sich immer, die kann man immer ein bisschen in Zweifel ziehen. Und das trifft auch auf Ubuntu zu. Und diese Konzepte zeigen aber auch auf, welche Gefahren es gibt, wenn man nach Alternativen zur Entwicklung sucht. In Südafrika beschuldigen einige die andere Ubuntu zu missbrauchen für ihre Zwecke. Musa Gladla sagt, dass weiße Gelehrte, die an dem Konzept Ubuntu gearbeitet haben, anthropologische, ausgehöhlte Versionen von Ubuntu zu verwenden, um dadurch auch die ungerechtfertigten Kriege gegen die schwarze Bevölkerung Südafrikas in der Geschichte zu rechtfertigen. Und man sollte sich vergeben, man sollte nett zueinander sein und diese Einstellung leistet dem Kolonialismus und dem Rassismus Vorschub. Das heißt, Ubuntu kann auch missbraucht werden auf diese Art. Und dann hat man Komunyati, die sagen, dass Ubuntu falsch eingesetzt wird, weil die Weißen damit immer sagen wollen, dass die Schwarzen nicht so materialistisch sind und dass sie die ganzen materiellen Sachen nicht unbedingt haben müssen. Und deswegen ist das schon okay, wenn sie diese nicht mehr haben. Auch die Regierung verwendet in rhetorisch Ubuntu sehr gerne, aber das ist nur rhetorisch. Andere Denker, andere sind da auch kritisch und skeptisch und sagen, dass die Eliten ihre Agenten mit der Hilfe von Ubuntu voranbringen wollen. Die sagen, für Agenda ist das nicht das Richtige. Auch die Kapitalisten verwenden Ubuntu, um ihre Geschäftsinteressen durchzudrücken. Das ist auch interessant zu sehen, dass das in Südafrika trifft das zu. Ubuntu ist überall. Es gibt zum Beispiel die Software Ubuntu. Eine Ubuntu Business Academy und auch eine Sicherheitsfirma, die unter dem Namen Ubuntu gibt, die Alarmanlagen verkauft. Also was zeigt uns das? Dieser Begriff kann natürlich für alle möglichen Interessen verwendet werden. Und das sieht man ganz deutlich hier, auch weil die Leute Ubuntu falsch auslegen oder auf ihre Art und Weise den Begriff auslegen.
Das heißt, wo kommt dieser Begriff her vielleicht möglicherweise? Oder er kommt aus dem indigenen Wertesystem. Wurde aber von Gelehrten übernommen und auch die Organisatoren, die jetzt hören, dass ich darüber spreche, jemand, der weiß es, der diesen Begriff hernimmt und möglicherweise damit ihre Karriere voranbringen will und auf Konferenzen spricht über diesen Begriff, die eignen sich diese Kultur an. Und das ist einfach reiner Fortschritt. Und deswegen ist es ganz wichtig festzulegen, warum und für welche Zwecke man diesen Begriff verwendet. Führt uns das also hin? Ich zeige Ihnen diese kritische Perspektive auf, weil aus meinem Umfeld heraus sehe ich, dass es als Alternative, als westliche Alternative gesehen wird. Und dieser Begriff kann immer wieder sich angeeignet werden und anders eingesetzt werden. Das heißt also, Leute können darauf bestehen, dass man eine bestimmte Auslegung hat, eine gewisse Definition festlegt und Ubuntu dann nur auf eine gewisse Art, genauso wie Buen Vivir oder diese anderen alternativen Ansätze, nur auf eine Art definiert werden dürfen. Das heißt, Entwicklung ist ein westliches Konzept, das die Industrialisierung und die Kolonialisierung vorantreiben soll. Und Ubuntu ist ein indigenes Konzept, das Menschen zusammenbringen will. Also man kann sagen, man kann nicht genau sagen, Buen Vivir muss das bedeuten und Ubuntu das und Entwicklung das. Aber das ist nicht so einfach, weil Konzepte wie diese, die sind immer, kann man immer hinterfragen, diese ganzen großen Begriffe wie Frieden und Ubuntu. Und ja, die können immer übernommen werden, die können sich Leute zu eigen machen. Schwierig zu sagen, dass wir diese Entwicklung, dass wir Entwicklung ablehnen und andere Alternativen für uns annehmen. Es gibt auch ähnliche Ideen und auch andere Konzepte werden von der Elite übernommen und für ihre Zwecke missbraucht. Das ist einfach die Natur von Konzepten, das ist einfach, es gibt eine festgelegte Definition und das ist sie, aber das muss man natürlich sehr vorsichtig sein, wie Leute dieses Konzept hernehmen. Es kommt darauf an, ob es ein Entwicklungsprojekt ist oder ein alternatives Projekt. Man muss genau hinsehen, wie die Terminologie verwendet wird. Es ist ein Ubuntu oder ein Buen Vivir-Projekt und wie wird der Begriff eingesetzt? Und wir müssen da vorsichtig sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass es Konzepte sind, die auch auf verschiedene Art und Weise interpretiert und übernommen werden können. Das ist jetzt eine Frage, die für die Teilnehmer dieses Seminars vielleicht sehr interessant ist. Man könnte nämlich jetzt sagen, Entwicklung bedeutet für verschiedene Menschen etwas anderes. Und Entwicklung kann ein Projekt bezeichnen, das demokratisch ist, umweltfreundlich. Und dann wird dieser Begriff verwendet und die Leute meinen das. Und bei anderen Projekten ist es ein großer Staudamm oder ein Straßennetz. Das heißt, dass dieser Begriff auf verschiedene Art und Weise verwendet wird. Und es ist die Frage, warum sollte man das durch einen anderen Begriff ersetzen, wie Ubuntu oder Buen Vivir, wenn das Konzept ja doch dann wieder angepasst wird an die Gegebenheiten vor Ort. Und
deswegen ist es vielleicht auch interessant, diese alternativen Konzepte herzuverwenden, um die Geografie des Verstandes zu verändern, das der Vernunft. Früher sind wir davon ausgegangen, dass Vernunft aus Europa kommt, aus dem Westen kommt. Und wenn wir das jetzt aber weiter denken, dann sehen wir, dass ich überall auf der Welt Menschen Ideen haben. Jeder trägt dazu bei, dass das Wissen wächst. Das heißt, wenn man jetzt diese alternativen Konzepte verwendet und darauf besteht, dass diese Konzepte gegensätzlich sind, dann ist es einfach, wenn man auch die Sprache ändert, besteht man darauf, dass alles Gute aus dem Westen kommt. Aber es gibt auch, ist auch wertvoll, diese Konzepte zu nehmen und auch zu sehen, wie die in die Tat umgesetzt werden von den Menschen. Weil wenn wir uns das anschauen, dann bestehen wir darauf, dass wir auf mutige Projekte anschauen und nicht alles einfach aus dem Westen importiert wird. Das ist also es hat einen bestimmten Wert, diese Konzepte herzunehmen. Aber ich komme auch bald zum Ende. Aber man muss sich dessen bewusst sein und im Umgang mit diesen alternativen Konzepten sein. Es kann nämlich sein, dass diese Konzepte von Eliten übernommen werden, gekapert werden und dann soll die Entwicklung nachhaltiger werden sein oder die Teilhabe, das wird einfach übernommen, es fließt in Bankdokumente ein und ähnliches. Und dasselbe kann eigentlich mit jedem Konzept passieren. Und es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass das Ubuntu oder Buen Vivir nicht passieren kann. Die können auch von den Eliten gekapert werden. Und zuerst ist es eine radikale Alternative, aber im Mainstream-Diskurs wird es dann übernommen. Ich bin Südafrikanerin. Ich bin weiß und komme aus Südafrika, aber die Elite im globalen Süden in Afrika gibt es immer Eliten und diese Eliten werden diese Konzepte verwenden, um ihre eigenen Projekte voranzutreiben. Und wenn ich über Eliten spreche, dann spreche ich nicht nur von der Dritten Welt, sondern auch über die Privilegierten überall auf der Welt, die Konzepte sich aneignen können und die vor Ort verwenden und ihre Macht dadurch festigen und andere marginalisieren. Es besteht auch die Gefahr der Romantisierung. Das ist sowas wie die noblen Wilden. Man kann die entfremdeten Bürger zeigen, wie man wieder Menschlichkeit erlangt. Die Deutschen haben an diesen Konzepten vielleicht auch ein Interesse, weil es eine romantische Vorstellung bietet und man in Harmonie mit der Natur lebt. Und das ist doch eine sehr romantische Vorstellung und eine Aneignung des Konzepts auf eine Art und Weise, die dem globalen Norden mehr zugutekommt wie dem globalen Süden. Und dann muss man sich das ja auch global anschauen und mit Ashish Kothari und Sanjeev ist das ja schon ein bisschen aufgeschienen. Es ist sehr wertvoll, Möglichkeiten zu haben, um Menschen zwischen verschiedenen Räumen zusammenzubringen. Sonst würden die Leute nicht miteinander in Berührung kommen. Das ist schon
gut, dass es diese Verbindungen gibt. Aber wenn wir diese ganzen Alternativen unter ein Gedankenkonstrukt, das so groß ist, setzen, dann werden diese lokalen Gruppen von Menschen vertreten. Und wenn man das dann vielleicht auf globaler Ebene haben will und diese ganzen verschiedenen lokalen Initiativen miteinander verbunden werden diese natürlich wieder marginalisiert. Das heißt, wir müssen uns das genau überlegen, welche Stimmen gehört werden, wenn wir dann von einer lokalen auf eine globale Ebene kommen. Und ich bin jetzt Akademikerin, das heißt, ich finde mehr Gehör, wie andere Leute in Südafrika, die aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, das ist sehr schwierig, das von einer lokalen Ebene auf eine globale Ebene zu heben. Aber natürlich muss man auch eine Sprache sprechen können, die in Afrika sprechen. Gut, die Weltsprachen Spanisch, Französisch, Englisch werden nicht von allen gesprochen. Und das sind doch wichtige Ansichten, die wir auch im akademischen Bereich sehen. Das ist, wir wollen die Menschen auf diese Risiken hinweisen, aber die Ausbeutung von Ideen, Konzepten und Praktiken in der Entwicklung im Mainstream auch wichtig sind im Kampf gegen Ungerechtigkeit und auch um in der Toleranz gegenüber den Ideen und Vorstellungen anderen. Diese Präsentation gibt es natürlich dann auch zum Download. Ich kann Ihnen auch zu Ubuntu und den Gefahren, die von alternativen Konzepten ausgehen, die nämlich missbraucht werden können, mehr wissen wollen, dann können Sie gerne hier auf diese Bücher Referenz nehmen. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Matthews, für diese kritisch distanzierten Ausführungen. Ich denke, das ist sind ganz wichtige Aspekte, dass wir auch selber hier bei unseren Diskussionen diese Distanz beibehalten und nicht bestimmten Gruppen zum Beispiel dann auch auf den Leim gehen. Ich schaue gerade auf die Uhr und wir werden nachher nach dem nächsten Beitrag noch Zeit haben für weitere Diskussionen. Ich möchte nur eine Frage jetzt hier noch an Sie stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man nicht sagen, dass hinter Ubuntu also nennenswerte oder sichtbare soziale Bewegungen stehen, wie zum Beispiel das bei Buenvivir der Fall ist. Sehe ich das so richtig oder wie würden Sie das beschreiben? I don't think there's not ich denke nicht, dass es ein kohärentes soziale Bewegung hinter Ubuntu gibt oder hinter Gruppen, die den Begriff verwenden. Von offizieller Seite wird das Konzept auch verwendet, auch anderweitig verwendet. Und das ist eine interessante Frage. Vielleicht sollte man das auch den Leuten von Buenvivir diese Frage stellen. Weil ich denke auch nicht, dass da eine zusammenhängendes, eine große Bewegung dahinter steht, sondern auch verschiedene Akteure, die das für ganz unterschiedliche Zwecke verwenden. Ubuntu in Südafrika, nein, da steht keine größere Bewegung dahinter. Ja, danke. Gibt es aus dem Plenum jetzt noch Rückfragen zur kurze Informations- oder Verständnisfragen? Dann würde ich bitten, die jetzt noch zu stellen. Ansonsten würden wir dann gleich versuchen, Tino Tenda Chimbindi in Zimbabwe aufzurufen. Ich sehe im Moment keine Rückfragen. Werner? Ja? Es hat einige.
Es hat eine Frage nach dem Verständnis von Frau Matthews, was sie unter dem Konzept Eliten genau versteht. Ob sie da nur Akademiker, Experten im Blick hat oder ob sie da ein breiteres Verständnis von Eliten hat. Ah ja, danke. Jetzt sehe ich das bei mir auch, ist inzwischen angekommen. Aber gut, vielen Dank. Could you, do you want me to answer it now? Ja, bitte. Okay. I think it is in a broader sense. So, soll ich die Frage jetzt beantworten? Ja, gut, ich sehe das auch tatsächlich in einem breiteren Sinn. In Südafrika muss auf jeder Ebene sprechen die Leute, für die diese Räume nicht so gut, die weniger Zugang zu diesen Räumen haben. Das heißt, wer dann das Statement schreibt, der bringt das ja zum Ausdruck. Ich spreche nicht von akademischen Eliten, sondern von staatlichen Eliten, aber in sozialen Bewegungen ist es natürlich auch immer interessant zu sehen. Ich weiß nicht, ob das eine reine Beobachtung aus Südafrika ist, aber es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Leute artikulieren, wie dieser Kampf aussieht, wie dieses und es repräsentiert aber nie das, was alle denken. Es ist also nie einfach. Es ist immer einfach für Eliten, diese Begriffe für sich zu übernehmen. Da müssen wir aufpassen. Okay, danke. Da ist noch eine Frage von Wolf-Gero Reichert. Die Frage geht in diese Richtung, ob Sie Annäherungen oder Verbindungen zwischen Ubuntu und dem Menschenrechtskonzept sehen. Das ist eine interessante Frage. Ist ja auch, Menschenrechte ist auch ein Konzept, das in Afrika viel diskutiert wird, weil es als westliches Konzept gesehen wird, das nach Südafrika importiert wurde. Und was die Aktivisten machen, ist, dass dieser Diskurs über Menschenrechte im Kampf gegen Abschiebung verwendet werden, oder Leute, die aus ihren Wohnungen fliegen. Und jedes Konzept kann man einsetzen für ganz unterschiedliche Ziele, um Gerechtigkeit zu erzielen, aber auch zur Unterdrückung von Gerechtigkeit kann man diese Konzepte und Begriffe einsetzen. Ich denke, dass es da keine enge Verbindung gibt zwischen Menschenrechte und Ubuntu in Südafrika. Vielleicht liegt da auch falsch, aber ich sehe es gerade nicht so. Okay, vielen Dank. Ich hätte hier noch vielleicht jetzt zwei Fragen. Eine dritte Frage von Thomas Mortensen würde ich gerne in die größere Diskussionsrunde zurückstellen. Vorweg vielleicht noch zwei Fragen, Frau Matthews. Die erste Frage, sehen Sie die Möglichkeit, dass Ubuntu ja dazu beitragen kann, die tief polarisierten Vorstellungen und Gegensätze in Südafrika zu überwinden? Und die zweite Frage, da muss ich mal schauen. Ja, die haben Sie eigentlich, glaube ich, schon angesprochen, nämlich die Gefahr, dass Ubuntu so romantisierend verwendet wird. Ja, jetzt. In terms of the polarization, one of the problems is that in South Africa. Ja, zur Polarisierung in das Konzept ist nicht auf Südafrika beschränkt, aber in den 90er Jahren wurde das wirklich auch zur Versöhnung hergenommen. Das heißt, wir müssen weiter nach vorne schauen als schwarze und weiße Südafrikaner nach den ganzen Problemen, die wir in der Vergangenheit hatten. Und was es bedeutet, ist, dass manche Leute denken, dass Ubuntu Rufe nach Reparationen und Gerechtigkeit verschummen lässt. Das ist das, was mit Ubuntu konnotiert ist. Und das andere ist, dass Ubuntu vernutzt werden kann,
um auf Gerechtigkeit und Reparationen zu bestehen. Das heißt, Ubuntu wurde hergenommen, um Rassenpolarisierung anzusprechen, aber das ist, der Schuss ist nach hinten losgegangen, weil es keine Reparationszahlung gab. Das heißt, es ist auch ein bisschen so ein nicht abgeschlossenes Kapitel. Und zur Romantisierung, ich denke, ja, es ist möglich, besonders für Leute, die hier in Deutschland leben, dass man solche Konzepte romantisiert. Die Leute im Westen sind materialistisch und selbstsüchtig und Südafrika teilen die Menschen alles und leben in Gemeinschaften zusammen. Das kann man wirklich als eine gewisse Art der Romantisierung betrachten. Ja, vielen Dank für diese Klärungen, Frau Matthews. Ich freue mich, dass Sie nachher noch da sind. Ich sehe, Dino Tenda Chimbindi ist inzwischen im Bild. Und nach diesen kurzen Rückfragen zu Ubuntu, wir werden ja nachher, wie gesagt, darüber ausführlicher noch diskutieren können. Nach diesen Rückfragen setzen wir unsere Reise fort. Wir beamen uns einfach etwas nach Norden und treffen in Simbabwe auf einen sehr interessanten jungen Mann. Ich habe den Namen schon genannt, Tino Tenda Chimbindi, und ich möchte Sie hiermit ganz herzlich begrüßen. Also es ist eine beeindruckende Liste an Aktivitäten und wir dürfen gespannt sein, was Sie jetzt, Tino Tenda, über Ihre Erfahrungen, Ihre Ziele und bitte auch über Ihre Wünsche berichten. Tino Tenda Chimbindi, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Plattform. Ich habe bisher zugehört und heute möchte ich mich bei allen bedanken und ich möchte auch etwas mit Ihnen teilen, wie wir als junge Leute, so vielleicht jemand, der sehr eng mit jungen Leuten zusammenarbeitet, möchte ich ein paar Alternativen vorstellen, Alternativen zur Entwicklung. Ich werde nicht viel über mich selbst sprechen. Ich glaube, vieles wurde eh schon genannt. Also fange ich einfach gleich mit meiner Präsentation an. Meine Präsentation ist relativ einfach. Sie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine PowerPoint-Präsentation, wo ich mit Ihnen etwas teilen werde, und zwar ein paar der Alternativen, die ich herausgefunden habe vor diesem Meeting. Und der letzte Teil ist ein Video, das ein paar der Dinge unterstreicht, die ich in meiner Präsentation nenne. Also meine Präsentation besteht im Endeffekt darauf, es ist relativ klar, was ist Entwicklung, und ich möchte nicht viel um den heißen Brei herum reden, und einfach direkt die Probleme und Möglichkeiten ansprechen. Als erstes will ich über eine Definition sprechen, und dieses Thema ist ja allumfassend, und ich werde auch definieren oder über ein paar der Möglichkeiten der Entwicklung sprechen und im letzten Endes einen Ausblick der jungen Menschen und deren Perspektive geben. Right. So by definition, gut, also definiert wird Entwicklung so. Das heißt, es geht um die Verbesserung der Wirtschaft eines Landes und deren soziale Bedingungen. Im Besonderen bezieht es sich auf die Besserung die Natur, mit der Natur umzugehen und den Ressourcen. Also nur zu den Alternativen. Was
meinen wir damit? Wir möchten so definieren, dass wir relativ viel Information daraus bekommen. Und wir haben uns überlegt, das heißt einfach eine andere Art und Weise, wie man das Gleiche erreichen kann oder einfach andere Lösungen für die gleichen Fragen. Und wir wollten das so definieren, dass wir das Thema einfach besser verstehen. So, auf der nächsten Folie. Ich denke, ich werde der vorhergehenden Rednerin danken. Die hat schon sehr viel klargestellt. Und dann werde ich relativ schnell durchgehen, da viel bereits genannt wurde. Ich möchte einfach kurz auf Ubuntu eingehen. Ubuntu heißt, auch in Zimbabwe heißt es, wir sehen Ubuntu als Konzept, dass man ein Bauer ist, weil andere auch Bauern sind. Also ich bin, weil du bist, und du bist, weil ich bin. Kommt aus einem kulturellen Hintergrund, diese Idee, dass man sich gegenseitig respektiert. Ich bin ein Kind, ich bin verantwortlich. Ich bin auch für andere verantwortlich. Und das ist sehr schwierig, das zu sagen. Also man gehört einfach zusammen. Dass man sicherstellt, dass alle gleich sind und zusammenhalten. Egal welche Hautfarbe oder ethnische Herkunft oder Geschlecht man hat. Ubuntu sehe ich als etwas, das sehr eigentlich dominieren sollte, vor allem auf dieser Entwicklungsebene, weil ohne einen gewissen Sinnes für Gemeinschaft kann das nicht funktionieren. Ich denke, dass die Menschen brauchen eine Plattform und sie sagen nicht nur, ich respektiere dich aus diesem und jenen Grund, sondern dass es einfach ein grundsätzlicher Respekt entgegengebracht wird. Also dieses Konzept ist sehr stark, was Entwicklung betrifft. Es bedeutet, es ist so eine Gedankenschule, wie Dinge sein sollte. Und Entwicklung kommt aus Dingen, die man gelernt hat, aus den besten Praktiken. Und es geht darum, dass man das Beste für sich und andere tut. Dann zur nächsten Folie. Right. So. Also, wie ich bereits gesagt habe in der die Präsentation, ich freue mich sehr und ich bin sehr geehrt, dass ich hier eine Rede halten darf. Und für Leute aus Sambia, Mosambik und Zimbabwe warten zusammen und kommen zusammen und diskutieren über die kulturellen Unterschiede und Probleme. Und über dieses Thema im Allgemeinen. Eines der Probleme, die wir gesprochen haben, ist, dass die momentanen Wachstumsmodelle wir sprechen hier von zivilen Räumen im Sinne von mein Land und wer Zugang zu gewissen Dingen hat, wer hat Zugang zu den Entscheidungen, wer trifft die Entscheidungen, wer hat die Möglichkeit, einen gewissen Prozess zu beeinflussen. Also die Modelle der Entwicklung, die momentan existieren, die sind vielleicht noch zu klein gefasst, aber die sind noch nicht sonderlich effektiv oder fordern keine Teilnahme der jungen Menschen heraus. Es geht darum, dass die jungen Leute teilnehmen.
As a result, you see that if we are to encourage it. Sehen, wenn man eine Kultur der Beratung ermutigen möchte, insbesondere in der Gegend, in der wir arbeiten, das sind auch Gegenden, die sehr reich sind, was alle Ressourcen angeht. Normalerweise sind die Leute hierher gekommen, weil sie irgendwelche Mineralien stehlen wollten, die sie haben wollten. Man hat nicht wirklich die tatsächlichen Probleme angeschaut, sondern wenn es zu diesen Beratungen kam, dann wurde nicht sonderlich engmaschig beraten, aber die jungen Leute, die auch den Großteil der Bevölkerung stellen, auf die normalerweise etwas hinterher, also die ihnen werden Dinge gesagt, die sie noch nicht ganz verstehen oder die noch nicht ganz ausgereift sind. Und also es wird nicht von man muss genau rausfinden, wo die Leute stehen bezüglich gewisser Probleme. Und auch etwas, was wir mit dem wir uns beschäftigen, ist, dass die Gemeinschaften immer und sind, dass diese sehr verletzlich sind und dass es geht darum, dass es gibt eine gewisse Kultur, die entwickelt wurde. Zum Beispiel, wir entwickeln uns in dieser Stadt auf eine gewisse Art und Weise und mit den hohen Arbeitslosenquoten, dann kann man den jungen Leuten diese Probleme so nicht beibringen, wenn sie an anderen Problemen leiden. Und wir haben eine Region in Hanover Bay und es gibt aber auch eine Stadt in Zimbabwe, in der es sehr viele junge Leute gibt und und man muss sich dort auch die Arbeitslosenraten anschauen. Die sind sehr hoch und die Leute möchten von den Ressourcen aus dieser Gegend natürlich profitieren, aber das wird nicht widergespiegelt in der Arbeitnehmerzahl. Obwohl zwar Wissen besteht, was die Entwicklung angeht, scheitert es dann doch an der Umsetzung, weil es nicht klar ist, wie den Leuten nicht klar ist, wie sie davon profitieren. Also, aber wie zukunftsfähig sind auch diese Lösungen? Das muss man sich auch fragen. Und für die jungen Leute verstehen vielleicht die bisher existenten Möglichkeiten nicht. Und im Allgemeinen geht es darum, dass man junge Leute dazu bringt, dass sie über diese Probleme nachdenken und auch die Frage stellt sich, wie Entwicklung gesehen wird. Man muss viel lokal investieren in den Aufbau von Arbeitsplätzen, insbesondere in der Gegend, wo ich herkomme. Die Menschen sind sehr interessiert an diesen Mineralien, aber das muss man natürlich auch in Arbeitsplätze ummünzen. Wenn jemand bei uns in die Gegend kommt, um an Mineralien zu kommen, dann sollte man sich auch sehen, wie die
Arbeitnehmerzahlen aussehen sollen, wie sie sich verbessern sollen? Ist es gibt irgendeine unterentwickelte Gegend, in der man helfen könnte und wo man mehr Schulen bauen könnte? Und welche Möglichkeiten gibt es in den Gemeinschaften? Das sollte auch, darauf sollte man sich immer fokussieren. Und man kann auch da noch über hinausgehen und sich auf andere Kulturen beschäftigen. In Südafrika betreiben wir viel Landwirtschaft. Und so, wie kann man die Zukunftsfähigkeit in diesen Gegenden, in diesen Kulturen am besten fördern? Ich denke, wir denken nicht genug über Landwirtschaft nach. Es sind die einfach Menschen, die da einfach das gerne machen, was sie tun, und man muss sie auch unterstützen. Und wenn man nicht feststellt, was man tun kann in dieser Gemeinschaft oder in einer gewissen Kultur tun kann. Also die Leute sollten nicht nur an sich selbst denken und wovon sie profitieren, aber man sollte langfristig darüber nachdenken, was eigentlich die Herausforderung ist, um zum Beispiel zukunftsfähige Landwirtschaft zu gewährleisten. Es gibt auch eine Ideologie, und fehlende Inklusion von Entwicklung. Wenn ich über inklusive Entwicklung spreche, es gibt Kinder und junge Leute, die Behinderung haben, und die Entwicklung hier stattfinden muss, ist zum Beispiel, wie können wir diese unterstützen? Wie inkludiert inkludieren die Entwicklungsmodelle und die Lösungen. Auch werden auch diese Kinder mit bedacht. Also es gibt viele Punkte, die angesprochen werden. Also wie wir unsere Gemeinschaft weiterentwickeln, dass jeder dazu gehört, auch Kinder, die denen es Wir möchten, dass alle unsere Kinder die gleiche Chance haben. Und wenn wir ein Kind sehen mit Behinderung und ein Kind, der keine Behinderung haben, und die sollten beide den gleichen Zugang bekommen, die gleichen Möglichkeiten, das Leben zu genießen in ihrer jeweiligen Gegend. Und dann zur nächsten Folie. Und dieses Thema der Entwicklung, das ist auch wichtig, um Dialog zu schaffen in den Gemeinschaften. Dialoge sind wichtig, und um Mitarbeiterrate zu fördern. Denn ohne diese Dialoge und diese Teilnahme werden wir nicht herausfinden, wie wir am besten die Agenda aufstellen, um zu entwickeln. Also wir können uns nicht nur auf eine Gemeinschaft begrenzen. Wir müssen die verschiedenen Probleme beachten von verschiedenen Gemeinschaften. Was sollten wir priorisieren in unserer Agenda? Und das sieht man nur, wenn man mit der Gemeinschaft spricht. Und dann muss man herausfinden, welche Rolle die Gemeinschaften spielen möchten in ihrer Gegend. Und jeder hat seine Rolle, seinen Teil zu tragen, zur Gemeinschaft beizutragen. Und hier geht es nicht nur darum, um ein Ding ist nicht nur ein Problem in Mosambik oder in einem gewissen Land.
Es soll ein allgemeines Thema sein. Wir brauchen Gesetze, die helfen können und dieses Wachstum anstoßen können. Es gibt ein paar Gesetze, die sich widersprechen, und letzten Endes soll nicht so viel Verwirrung herrschen. Die Gesetze sollten zusammenarbeiten, die Politik sollte zusammenarbeiten, und es muss einfach Klarheit herrschen. Tino Tenda, darf ich mal kurz? Eine Frage an die Regie. Tino Tenda, darf ich ganz kurz hineinfragen? Wir sind etwas im Zeitdruck. Ich möchte Sie bitten, auf die Uhr zu schauen, ein bisschen zum Ende zu kommen, und dazu gleich noch eine Frage, die aus dem Chat, glaube ich, zur jetzigen Phase Ihrer Rede auch passt, nämlich: Wie sieht es denn aus, das Verhältnis Ihrer politischen Position, also in der Jugendarbeit, und den Institutionen, den politischen Institutionen? Werden Sie da gehört? Welche Möglichkeit haben Sie, gegen mächtige Investoren sich Gehör zu verschaffen? Okay, also ich denke, aus Zeitinteresse werde ich jetzt etwas kürzer halten, wenn das für Sie in Ordnung wäre. Ja klar, tut mir leid. Where was I? Alright. Okay, also es geht um Verantwortung. Wir sollten auch uns in einer Position befinden, in dem wir uns ein Kontinuum an Entwicklung in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Und wir möchten, dass die Leute, die dort leben, mitarbeiten. Unser Problem ist, dass wir es wäre wirklich was das angeht, wie die Welt an sich, sie müsste sich jeden Tag verändern. Und die Welt hat sich schon stark verändert, und wir müssen uns vielleicht einfach nur daran anpassen. Aufgrund der Technologie haben wir mehr Möglichkeiten, auch unsere Probleme zu diskutieren. Und ich finde, dass Menschen in öffentlichen Ämtern mehr Verständnis brauchen, wie die Situation ist. Aber man muss auch aufstehen und etwas tun. Für jeden ist das natürlich etwas anderes. Ich spreche jetzt aus einer technologischen Perspektive. Also wir wollten sicherstellen, dass es ermutigt wird, dass auch die Menschen in öffentlichen Ämtern sich dafür einsetzen, für die Notwendigkeiten und die Bedürfnisse, und auch Dinge fördern, die Entwicklung fördern könnten. Ich denke, fürs Erste und ich denke, die existierenden Rechte könnten stark überarbeitet werden, und dann zeige ich Ihnen noch ganz kurz ein Video, das viele Menschen aus Zimbabwe und Sambia und auch Mosambik gedreht haben, und einfach ein bisschen teilen und so ihre Meinung darstellen. Vielen Dank.
The current development models that we have, they deliberately sideline the participation of young people from the onset in terms of policy planning, who sits in what office and who influences which decision. But I agree that young people should be included in developmental issues and that they should be consulted when we have investors that want to come in our areas and they want to bring development. We have youth who are unemployed. Not because we do not have resources, but maybe due to the prioritization factor that maybe governments tend not to include youth in its planning and development phases. I think that you all are seeing what is happening in Mozambique, in Cape Delgado, where we have gas and oil, and there is a terrorism. And I think that one of the... Ich denke, dass eine der Ursachen des Problems, das wir jetzt sehen, die Tatsache ist, dass die diesen Terrorismus finanziell unterstützen, viele Probleme vor Ort haben. Die Ressourcen müssen den Leuten vor Ort zugutekommen, nicht den von außerhalb. In Umweltfragen drängen wir die Regierung zu Umsetzung nachhaltiger Landwirtschaft, um so Bäume und die Umwelt zu schützen. Es gibt Entwicklungen, besonders in Bergbaugebieten, aber auch in anderen Gebieten von Sambia muss etwas passieren. Ich denke, manche Leute profitieren davon, aber nicht im vollen Umfang. Die Unternehmen, wie die Unternehmen das tun, ja, die Regierung wir kommen gar nicht mit unseren Belangen durch zur Regierung. Wir müssen unsere Anliegen aber auch kundtun, sonst kann man nichts dagegen unternehmen. Das ist wichtig für unsere Gemeinschaft. Ja, vielen Dank, Dino Tenda, für diesen Überblick und diese eindrucksvolle Vielfalt der Möglichkeiten und der Aktivitäten, die Sie da beschrieben haben. Und ich möchte noch gleich zwei Fragen anschließen, die aus dem Chat da gekommen sind. Das eine ist von Herrn Reichert die Frage, welche Arbeits- und Jobmöglichkeiten würden Sie sich für junge Leute in Afrika wünschen? Und die zweite Frage dann danach vielleicht erstmal dazu. Und dann würde ich gerne Frau Matthews die Möglichkeit geben, wenn Sie mögen, darauf einen Kommentar noch zu geben. Aber zunächst mal bitte die Frage an Dino Tenda, wie sieht es aus, welche Arbeits- und Berufs- und Jobmöglichkeiten würden Sie sich vorstellen? All right, thank you so much for the question. So, ja, vielen Dank für die Frage. Zuerst denke ich, dass das Schulsystem, das wir haben, uns nicht großartig voranbringt, wenn es um Entwicklung geht.
Das heißt, bevor wir uns den Jobmarkt, den Arbeitsmarkt anschauen, sollten wir zuerst den Hintergrund, den Bildungshintergrund anschauen, wo die Leute herkommen, wie sie ausgebildet wurden. Es ist ausschlaggebend, auf welche Schule man gegangen ist, in welcher Gemeinschaft man ist. Man kann viele Jobs machen. Aber es muss natürlich auch, müssen die Fähigkeiten, die vorhanden sind, auch den Anforderungen entsprechen. Okay, aber so ganz konkret, ganz bestimmte Vorstellungen würden Sie jetzt nicht spontan formulieren wollen. You know, if we start breaking down jobs, ja, aber wenn wir jetzt da auf einzelne Berufe eingehen, das dauert sehr lange. Ich denke, die Leute, die gut ausgebildet sind, die dann in einer im Bergbau landen, aber auch Unternehmer. Das ist eine gute Plattform, wo man auch Ideen voranbringen kann. Und junge Leute brauchen auch die Unterstützung, wie überall. Viele Leute machen auch einfache Arbeiten in der Küche oder was jetzt stattfindet, das ist. Dafür legen wir jetzt die Grundlagen aus. Wie können wir denn die Fähigkeiten der Menschen auch in sinnvolle Tätigkeiten umsetzen? Das ist die Frage. Okay, vielen Dank erstmal. Wir haben noch ein, zwei Fragen, aber vorher doch die Frau Matthew, die Möglichkeit an Sie. Möchten Sie einen Kommentar zu dem einen oder anderen Aspekt geben? Maybe in commenting, I've been watching the chat and maybe the only comment. Ich habe den Chat verfolgt und vielleicht kann ich eine Frage aus dem Chat beantworten mit meiner Antwort, mit meinem Kommentar. Es geht ja um Entwicklung, die Alternativen zur Entwicklung, aber auch die Entwicklung von, ich weiß nicht, ob Tino mir da zustimmt, aber ich denke, viel der Mobilisierung, der Protestaktionen, der sieht mehr nach einem Wunsch nach Inklusion aus und nicht unbedingt nach dem Wunsch nach mehr Entwicklung. Und das ist vielleicht auch eine Alternative zur Entwicklung. Südafrika gibt es viele Demonstrationen und Protestaktionen und diese Protestaktionen, es geht nicht nur immer um Bergbau, der die Landschaft zerstört, das Land zerstört, aber natürlich jetzt auch um Infrastruktur wie Straßen und andere Dinge und das muss man natürlich auch ernst nehmen, wenn Leute sich eine Inklusion in die Entwicklung, in der Entwicklung fordern und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber Albert hat diese Frage gestellt, ob es hier nicht auch um Inklusion geht. Ich
ist mir jetzt nicht ganz klar, war das auch eine Frage an Tino Tendler? For me, no, not really, but I was wondering. Nein, nicht wirklich, aber ich wollte nur wissen, ob er mir auch zustimmt. Es ist auch in Antwort auf das, was Tino Tendler gesagt hat, aber auch Albert hat das im Chat gefragt, ob die Jugend nicht in eine Inklusion an der eine Entwicklung haben will. Und ich denke, beides ist richtig. Ich weiß aber nicht, wie Tino Tendler darüber denkt. Personally, I would go for inclusion in development. Persönlich bin ich für die Inklusion in Entwicklung. Weil es ja so viele Alternativen gibt. Ich spreche für viele junge Menschen, das ist ein neues Thema, was Entwicklung ist, wie Entwicklung aussehen soll. Und natürlich, wenn man Teil hat, kann man ganz anders gestalten. Ich denke, das wäre tatsächlich ein neues Thema. Gut, dann wäre hier noch eine, finde ich, sehr wichtige Frage, nämlich die geht an Tino Tendler, aber vielleicht auch an Frau Matthews, aber erst an Sie, Tino Tendler. Wie sieht es aus? Welche Möglichkeiten haben Sie, sich zum Beispiel, wenn es um Rohstoffproduktion und so weiter geht, ja, welche Möglichkeiten haben da die Comunidades, also die Gemeinschaften und die lokalen Bewegungen, da einbezogen zu werden und im gegebenenfalls sich auch zu wehren? Gut. Was Rohmaterialien angeht, Rohstoffe angeht. Ich ist das. Es gibt keinen Zugang. Man muss da noch viel tun, was den Zugang zu Rohmaterialien anbetrifft. Wenn man sich die Agenda der Regierung anschaut, ist die Frage, hat man Zugang, wenn man in einer Position ist, wo man Einfluss auf die Produktion hat, dann kriegt man den Zugang. Es gibt viele Probleme im Bereich Entwicklung. Entwicklung findet natürlich täglich statt, aber der Zugang zu Rohmaterialien ist erschwert, soweit ich das verstanden habe. Frau Matthews, bitte. Okay. Yeah, and I think that's a very big question. You know, ich denke, das ist eine große Frage, die Inklusion von Menschen in die Gewinnung von Rohmaterialien. Ich denke vielleicht, ja, da gibt es Möglichkeiten. Das ist ja doch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt große Firmen. Es ist doch eine sehr industrialisierte Gesellschaft, die von großen Firmen geprägt ist. Und das macht es schwieriger für kleine Firmen. Und ja, der Zugang, wir werden von Supermärkten, von großen Ketten dominiert. Das ist aber, es geht ja hier um lokale Initiativen, um Ressourcen zu kontrollieren und kleine Projekte zu machen, auch in anderen Ländern. In Südafrika ist das aber sehr schwer, weil kommerzielles Landwirtschaft stattfindet und
alles kommerzialisiert ist, das ist wirklich schwierig, aber die Frage kann auf so viele Arten beantwortet werden. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Okay, vielen Dank. Ich sehe hier noch eine, finde ich, sehr wichtige Frage, nämlich die Frage von Frau Hackmann. Ja, wie kann eigentlich oder wie könnte die Vorstellung von Ubuntu praktiziert in die Praxis umgesetzt werden? Und ja, gibt es da praktische Beispiele, auf die man sich auch beziehen kann? Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage beantworten möchte. Dino Denta, mögen Sie als Erster oder brauchen Sie noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Dann würde ich Frau Matthews bitten. I think on the concept of the start. Ich denke, ich. Ich denke, Frau Matthews soll anfangen. Sie hat von diesen Dingen ein besseres Verständnis. Ja, das ist Tino Tendership. Natürlich die schwierige Frage jetzt wieder zu mir. Ich denke, ein Konzept wie Ubuntu, was bedeutet das wörtlich? Und die Frage war auf Deutsch formuliert. Menschlichkeit, aber Ubuntu heißt, ist eine Person, Ubuntu ist eine Personenheit. Aber was ist das im täglichen Leben? Es ist eine Praxis. Es ist genauso wie Freiheit oder Frieden. Das kann in der Realität immer anders aussehen. Es gab eine sehr konservative Kampagne von der Regierung zur Rückbesinnung auf familiäre Werte oder eine Versöhnung und Inklusion, das kann in alle Richtungen funktionieren, aber das ist auch die Gefahr und das Schöne an großen Konzepten. Wichtig ist, dass man weiß, wie Leute diese Konzepte einsetzen. Man weiß nicht, ob das alles trifft auf alle Konzepte zu, wie Ubuntu oder Buen Vivir, aber wenn es um Menschsein geht, um Menschlichkeit geht, dann allgemein gesprochen ist, es drückt so ein Begriff wie Ubuntu eine Solidarität, eine Gemeinschaft aus. Es ist gegen den Individualismus. Das heißt, jedes Projekt, das sehr individualistisch ist, würde Ubuntu entgegenstehen. Das ist um eine gemeinsame Menschheit, ein größeres Zusammen. Wir können nur wachsen, wenn andere mit uns wachsen. Das heißt also, die Begrenzung ist wirklich, dass es keine Anwendung finden kann auf sehr individualistische Konzepte. Was hinzufügen, wir haben tatsächlich noch Zeit bis um 16 Uhr. Also wir haben eigentlich noch reichlich Zeit und wir haben beim Video, das Dino Tenda mit dem Jugendnetzwerk vorbereitet hat, haben wir noch 4 Minuten. Ich würde beinahe vorschlagen, dass wir die restlichen 4 Minuten noch zeigen und in dieser Zeit versuchen. Aus dem Fragenkatalog noch 2, 3 spannende Fragen herauszunehmen. Wäre das okay? Ja, ich würde gerne noch schnell eine Frage gleich noch anschieben, okay. Die ich für sehr wichtig halte an Frau Matthews. Ich lese sie einfach mal Englisch vor, vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen. How would you assess the initiative Roads Must Fall in South Africa? Is the Ubuntu concept in this context important? I was just seeing that question on the chat. I must say, so in some ways I know more about the Roads Must Fall movement than Ubuntu. Ja, über die Bewegung weiß ich sogar vielleicht mehr wie über Ubuntu, aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Ubuntu-Sprache
in dem The Roads Must Fall Kampf verwendet wurden. Ich weiß nicht, das gab es schon einen starken Push, aber ich denke, das ist auch die Gefahr. Das südafrikanische Konzept Ubuntu, was ist, was vielleicht Anschlussstellen für andere Konzepte wie Bouenvivir bietet, das will auch die Regierung in Ubuntu. Und natürlich Ubuntu, da gibt es ein Konzept dahinter, das wirklich jeden Tag von den Leuten hier verwendet werden, aber auf politischer Ebene, wie zum Beispiel Roads Must Fall oder die Entkolonialisierung, ich sehe nicht, wo da eine... Not extensively. Okay, ich hoffe, die Frage ist damit in etwa beantwortet und dann gebe ich gern zurück an Tutto. Werner, ich zeige ganz einfach schnell die 4 Minuten Film, die noch bleiben. Ja. Und in dieser Zeit kannst du ja die Fragen, die noch verblieben sind, versuchen nochmals einzubringen im Anschluss des Films. Wäre das okay? Ja, ich versuche das. Wunderbar. To achieve the development we want as youths, as children, we need to ensure that the prioritization of government business over us as youth come to an end. But the best way to go about development is ensuring that we have the right leaders. I think that's where it should start from, because I think that, like Sebastian said, we have some existing laws, we have processes that already exist that guide the developmental processes. And I feel like when we have the right leaders who respect the policies, who respect the processes, who do not interfere or change the right channel to use when dealing with these developmental projects or developmental issues, then I think that would be the best way. And the fact that who determines policy is the one who determines the development outcomes that each area, each country actually sees at the end of the day. So the fact that we don't have many young people in public office right now is a very huge deterrent factor in ensuring that we have the development we want as young people. About encouraging youth to run for public office, because I think this is where we have the challenge mostly. It's because in all aspects of development, we should do take heed that the way things were done probably 15 years ago and the way things are being done now because of the influence of social media and technology is different. Hence, young people need to be taking a brand. The development we want to see in our area is that we wish that my policies are not ekuti anongoonekwa achitema miti zviri uncontrolled anofanirwa kutopiwa mutongo unorwadza kuitira kuti miti yacho nekuda kwemitongo inorwadza zvotogona kutoita kuti vatye futi kutema zviri uncontrolled kutema nemazvo nharaunda yochengetedzeka. So I'm urging us young people to ensure that we take up power, we also get into office to ensure that we set development priorities according to the needs that we have as young people. So long we're out of power, so long we're not there in public office, that our development needs will never be prioritized. Many of those elders, something like 10 years ago, now they are not alive. And who is living the consequences of their wrong decisions are the young people. First, they were not employed, and now they are running away from terrorism. Thus, I urge youth to also take part in initiatives happening in their country. And so we call upon young people and also stakeholders to support the participation of young people in politics and also ensuring that they're elected into office in various countries, ensure that the development we want is seen and felt in each and every aspect of our lives.
Ja, da sind noch zwei Beiträge, die man, glaube ich, zusammenfassen kann und die eine ganz wichtige Frage stellen, die bisher noch nicht auf dem Tisch war, ist nämlich die Frage, welches Verhältnis besteht bei jetzt im Rahmen von Ubuntu zwischen der Diskussion über Menschen und Menschlichkeit und nichtmenschlichen Lebewesen, beziehungsweise der, sagen wir mal, einfach Natur. Wie sieht das da aus? Haben ja Natur, die Lebewesen Rechte, haben sie keine Rechte? Wie werden sie in diese Diskussion einbezogen? Vielleicht zum Warmwerden auch nochmal die Frage zuerst an Sie, Frau Matthew. Ja, ich habe da ja schon im Chat darauf geantwortet. Ich kenne die ganze Diskussion nicht. Ich weiß nicht, wie umfangreich sie ist. Ubuntu, da geht es um Menschen, um Beziehungen zwischen Menschen. Das heißt, es ist doch sehr auf die Menschen bezogen. Und so wie ich die Debatte verstehe, dann ist das wohl ein Kritikpunkt, dass das als eine Alternative gesehen wird, dann fehlt der Umweltaspekt, weil es nur um Menschen geht, aber andere sehen, dass das eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf Ubuntu ist, weil es geht nicht nur um zwischenmenschliche Beziehungen mit, sondern auch um Beziehungen zu Geist oder zu höheren Dimensionen oder anderen Dingen. Es ist also ein Konzept, das sehr offen ist und natürlich kann das auf verschiedenste Weisen ausgelegt werden. Aber im Grunde bezieht es sich auf Beziehungen zwischen Menschen. Aber natürlich kann man es auch für andere Beziehungen, nicht menschliche Dinge und der Umwelt sehen. Ja, wie ich Ubuntu verstehe in meinem Land, dann bezieht sich das auf Menschen. Wenn man über Ubuntu spricht, dann schätze ich die ein anderer Menschenwert. Und das ist bei uns, man versteht das auch so ein bisschen wie ein Netz, ein Gewebe zwischen den verschiedenen Menschen. Wir sagen, kein Mensch ist eine Insel. Jeder Mensch braucht andere Menschen. Das heißt, ich bin, weil du bist. Das ist also wahrscheinlich auf Menschen bezogen, aber im Kontext von Ubuntu auf andere ist es einfacher zu verstehen, wenn man es auf Menschen bezieht, ausschließlich. Okay, danke erstmal. Ich möchte gerne noch eine persönliche Frage da anstellen. Wenn ich lese und ich höre, dass für Ubuntu wichtig ist Menschlichkeit, Zusammengehörigkeit, Respekt, die Vorstellung, dass der Einzelne nur eigentlich existiert in Relation, in Beziehung zu anderen, dann frage ich mich immer, ja, was ist da eigentlich anders? Ist das nicht auch eine typisch westliche und auch christliche Vorstellung? Natürlich kann man sagen, inzwischen gibt es im westlichen Lebensbereich eine überzogene, übersteigerte Individualisierung. Aber diese Grundbegriffe, die sind doch eigentlich aus der kolonialen Bibliothek, wenn ich mal so sagen will, Frau Matthews. Yes.
I'm not sure if I got that question entirely. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt vollständig verstanden habe. Es ging um Ubuntu und christliche Werte und Werte, die aus der christlichen Bibliothek kommen oder aus der Kolonialbibliothek kommen. Wenn man sich die Ursprünge und die Geschichte anschaut, dann treten Konzepte ja miteinander auch in Interaktion und sind nicht nur aus einer Quelle. Erzbischof Desmond Tutu, der hier in Südafrika lange tätig war und eine wichtige Rolle hier gespielt hat, auch im Versöhnungsprozess. Er hat Ubuntu sehr oft benutzt. Aber es ist natürlich auch so stark mit christlichen Werten verbunden, weil er ja ein Erzbischof war. Aber der hat das auch christliche Ideen in dieses Konzept hineingepackt. Und ich sehe den Kritikpunkt, aber ich denke, es gibt kein Konzept, das wirklich intakt bleibt und unberührt von anderen Konzepten. Das heißt, Ubuntu wird manchmal von Menschenrechten oder dem Diskurs christlichen Werten über christliche Werte beeinflusst oder afrozentristische Strömungen, die das beeinflussen. Und alles sieht man auch in Ubuntu. Und ich denke nicht, dass wir das steuern können, wie Leute darüber sprechen. Es muss gegen den Kapitalismus gerichtet sein. Ubuntu muss dieses und jenes sein, dass es muss umweltfreundlich sein oder dieses und oder jenes. Es ist eine Frage der Interpretation und jedes Konzept, und das trifft auch für Entwicklung und auch Buen Vivir und andere ähnliche Konzepte zu. Die stehen natürlich mit anderen Diskursen in Beziehung und beeinflussen sich gegenseitig. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Ihre Frage abzielte, genau, aber das sind meine Gedanken zu dem, wie ich die Frage verstanden habe. Ja, das war schon in die richtige Richtung. Vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob Tino Tender, wollen Sie dazu noch was sagen? Ansonsten? Yeah, I think I'm in agreement and I'm totally leaning with what you're saying. Ich denke, diese Frage wurde schon hinreichend beantwortet. Okay, dann ist da noch in einem Beitrag darauf ein Aspekt angesprochen, der mit den Traditionen zu tun hat. Die Frage ist nämlich, hat Ubuntu ein, oder was für ein Verhältnis besteht zwischen Ubuntu und überkommenen Traditionen? Vor allen Dingen natürlich afrikanischen, authentisch afrikanischen Traditionen, sofern man das festmachen kann. Das wäre wahrscheinlich auch zunächst eine Frage an Frau Matthews. Okay, so I think firstly traditions in South Africa are not long gone, or in Africa generally. Die Traditionen sind in Afrika ja nicht verloren gegangen. Sie entwickeln sich, sie werden weiterentwickelt, nehmen andere Formen an. Es ist also keine Tradition, die irgendwann aufgehört hat und jetzt wiederentdeckt werden muss. Aber in anderen Bereichen, Regionen Afrikas haben sie sich verändert. Ich weiß nicht, wie sie vor 500 Jahren ausgesehen haben, die Traditionen. Sie verändern sich. Und das ist auch eine Schwierigkeit, wenn man über Ubuntu spricht. Das ist natürlich eine Referenz an die Vergangenheit. Früher hat man Dinge so und so gedacht. Ubuntu kann ja auch verwendet werden, um diese zu bewahren. Auf der anderen Seite muss man sehen, ob wir Praktiken, die vielleicht in kleinen ländlichen Gebieten traditionell verwendet wurden, auch auf die Stadt übertragen können. Dass Ubuntu
übernimmt natürlich auch alte Traditionen. Und es geht auch darum, diese Traditionen wiederzubeleben und gegen die Westernisierung, gegen die Verwestlichung anzugehen, diese Art. In Afrika sind Traditionen immer einem Wandel unterzogen und sie werden auch immer beeinflusst von dem, mit dem sie in Kontakt kommen. Aber natürlich ist das eine Inspiration, diese ganzen Praktiken, diese ganzen Traditionen. Und das fließt auch in Ubuntu ein. Okay, ja, vielen Dank, Frau Matthews. In einem Ihrer Aufsätze weisen Sie darauf hin, dass, dass die eine Seite, der Wunsch nach einer Alternative ist, die Ubuntu darstellt, und auf der anderen Seite ein ganz großer Teil, sage ich mal, der afrikanischen Bevölkerung nach wie vor daran interessiert ist oder an den westlichen Vorstellungen von Entwicklung zu profitieren und daran festzuhalten. Heißt das, dass Ubuntu eigentlich eine kleine Spielwiese ist? Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich denke, dass, was ich schon vorgesagt habe, ist, dass, und ich denke, das wurde auch nochmal in der Diskussion vorher nochmal verstärkt, auch mit Tina Tenders Beitrag zur Inklusion und Alternativen der Entwicklung. Viele Menschen möchten oder viele Menschen in Afrika möchten Inklusion und vielleicht, naja, in Western Entwicklung. Aber es ist natürlich effektiv, wenn man effektive öffentliche Verkehrsmittel hat oder Sanitation, und dann möchte man vielleicht Autos und Straßen und Dinge, die als prestigeträchtig angesehen werden. Also vielleicht, es gibt komplizierte Art und Weise, wie Menschen an den Rand gedrängt werden und einfach, die aber auch mitmachen möchten, auch Zugang möchten zu Dingen, die ihnen vorher nicht zugestanden sind. Und das muss man auch mit einbeziehen, wenn man sich diejenigen anschaut, die sich an die radikal ökologisch freundliche Alternative haben möchten. Wenn sie in diesen Räumen so etwas artikulieren, dann fragen die Leute, ja, warum sollen wir eine kompostierbare Toilette haben und warum sollen wir laufen und mit dem Fahrrad fahren und all diese Alternativen haben? Wir sind Menschen wie jeder andere auch. Wir möchten das, was ihr habt. Warum sollten wir da zurückstecken? Und ich denke, es ist wirklich schwierig, das zu verallgemeinern. Es gibt Menschen, die gegen diese Westernisierung sind in Afrika, aber es gibt auch Menschen, die Westernisierung mit Fortschritt und Wachstum verbinden. Ich kann die Frage nicht komplett beantworten. Ich denke, die Anthropologe James Ferguson, der viel über Entwicklung in Afrika geschrieben hat, er hat auch sich mit dieser Frage sehr im Detail auseinandergesetzt. Und ich denke, man sollte hier gut aufpassen, was die Leute sagen. Und man hört natürlich gerne den Stimmen zu, die genau das sagen, was wir hören möchten. Aber in Südafrika, einige der Aktivisten protestieren für Inklusion in Western ökonomische Entwicklung, Wasser und
Situation. Und ich denke, dass man hier auch nicht weghören darf und sagen oder sagen, nein, 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 was ihr wirklich haben möchtet, ist eine umweltfreundliche Alternative, ihr liegt da falsch. Weil die, die sich in einer privilegierten Position befinden, würden hier wieder eine ja, predigen und sagen, was die anderen haben sollten oder haben sollen möchten, zum Beispiel ein Fahrrad. Also man muss sich natürlich klar sein, über was diskutiert wird in der Umwelt, und da gibt es vielleicht auch gute Argumente dafür. Also ich finde das ganz ehrlich sehr schwierig und habe ein Problem, diese schwierige Debatte zu navigieren. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Matthews. Ich glaube, das sind auch genau die Fragen, die uns noch weiter beschäftigen werden. Und erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Frage vielleicht gerne an beide. Eine Frage von Opare Asante aufgegriffen, die schreibt, wie kann alternative Entwicklung für die Jugend in Afrika nützlich umgesetzt werden? Und würde sie erweitern mit der generellen Frage, die wir heute so aus der Dynamik heraus auch aufgenommen haben in die Gruppenarbeit heute Abend. Weil Frau Matthews, Sie haben uns ja auch gewarnt vor einer gewissen Romantik, Übernahme, so einen unvermittelten, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde. Ja? Und somit würde ich gerne diese Frage von Opare Asante zu der Frage, was braucht die Jugend in Afrika oder wie können Konzepte nützlich umgesetzt werden, an Sie beide auch die Frage am Abschluss stellen, was glauben Sie, was brauchen wir jetzt? Wir, sage ich jetzt mal ganz allgemein, in unseren Debatten, die Sie ja verfolgt haben, was ist denn eigentlich dran? Und was würden Sie aus Ihrem Kontext heraus da sagen? Okay. For me, I'm going to leave the questions on the youth. Also ich, die Fragen der Jugend werde ich lieber Tino Tender überlassen, weil ich fühle mich da sehr alt. Aber das würde mich auch sehr interessieren. Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Again. Yeah. Ah, okay. The question, then I switch. Also die Frage, dann spreche ich jetzt mal schon Englisch. Also die Frage ist, wie können alternative Entwicklungen nützlich werden für die Jugend in Afrika? Ich habe die Frage etwas ausgeweitet. Was brauchen Sie, was brauchen wir in einem breiteren Sinn? Was die Fragen für dieses zukünftige Leben angeht. Was denken Sie, was brauchen wir jetzt gerade? Das war eher die Frage zum Abschied, auch für Sally. Sie befindet sich im Kommentarbereich. Okay, gut, ja. Also alternative Entwicklung kann nur dann stattfinden, wenn wir Räume schaffen, in denen junge Menschen Entscheidungen treffen dürfen, und zwar an Dinge, die für sie relevant sind. Und das, wenn wir sagen, dass, naja, wie wir Pläne für die Mannschaft machen, für gewisse Gegenden, viele müssen wir die jungen Leute mit einbinden, wenn wir einfach nur von Inklusion sprechen. Wir können ja nicht nur sagen, wir brauchen das und das, sondern wir müssen da wirklich, brauchen da Feedback. Wir müssen die Leute mit einbinden und befragen, was Entwicklung für sie bedeutet. Und weil Veränderung kommt nur dann, wenn man etwas tut und sich mit einbringt. Und Teilnahme ist wirklich wichtig und effektiv. Und dann, ich weiß nicht, ob es dann noch eine Frage gab.
Wenn ich richtig sehe, ist die Notenda gerade auch stumm geschaltet. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir schon einige Minuten überzogen. Aber das macht ja nichts, glaube ich. Wir haben noch eine halbe Stunde, fast eine halbe Stunde Zeit, bis wir wieder zurückkommen. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Tino Tender und auch bei Frau Matthews für die Geduld und für auch diese nicht einfachen Antworten. Und ich denke, gerade was Sie am Schluss gesagt haben, wie gesagt, wird uns weiter beschäftigen. Und in diesem Sinne gehen wir in die Pause. Vielen herzlichen Dank an alle und bis gleich.